Also ich kann mir vorstellen, dass wir Magna irgendwann in der Aufnahme mit drin haben, aber Na, das ist nicht. halt wegen zeittechnischen Gründen. Ja, er kann halt auch nicht immer und ich möchte das Spiel ja auch gerne auch mal gespielt haben und Ja, und das. es ist Ich ja auch möchte nicht wieder noch. 3 Jahre dran sitzen. Und es ist halt Professor Layton und Acetone ist ja immer noch Eben, dabei und. genau. Und ich sage mal, also ich denke, wir werden ihn irgendwann mal so als Special Guest oder sowas haben können, aber Das? ja, genau das. Ja? Ja, das ist das. Stein, Schere, Papier. Oh Gott. Füge ein Symbol anstelle jedes Fragezeichen ein, sodass alle Spiele unterschiedlich enden. Unentschieden enden. Unentschieden. Oh. Um dies zu schaffen, müssen entweder alle drei Symbole unterschiedlich oder alle gleich sein. Die Zahl der jeweiligen Symbole ist allerdings begrenzt. Fünfmal Stein, dreimal Schere und zweimal Papier. Berühre ein Fragezeichen, um durch die verschiedenen Symbole zu wechseln und jedes Spiel unentschiedlich enden zu Unentschieden lassen. enden. Unentschieden lassen. Ja. Oh Gott. Bei Steinschere Papier stecken beide Gegner gleichzeitig eine Hand aus. Das ist klar, oder? Das ja. Also die müssen entweder alle unterschiedlich sein Also an aber von einem. unten nach oben hin, oder? Aber was ist dann das Oberste? Na, beziehungsweise die müssen ja alle untereinander auch unentschieden enden, ne? Also, na Also, mal. Also, das was. das eine Fragezeichen tritt gegen das andere Fragezeichen an und Na, dann. alle drei, also es treten immer drei gegeneinander sogar an. Deswegen, Ach so, deswegen guck mal auf okay. meinen Bildschirm da, das. Ja, Also entweder okay. ist alles dreis vertreten und Ja, dadurch gewinnt ja, jeder ja, gegen ja. jeden und deswegen ist unentschieden Ja, oder es sind okay. alle. Ja, okay, Ja. okay. Genau. Gut, dann probieren wir mal. Nee, das müsste ein Stein. Verdammt. Ich muss irgendwo noch ein. Hoppala. Ah, ich habe ein Papier zu viel. Irgendwo. Ich muss irgendwo ein Papier durch einen Stein ersetzen. Ist das schwer. Also bei mir würde es halt an sich aufgehen, aber ich habe ein Papier zu viel. Ich mache mal nochmal neu. Okay. Jetzt kann ich noch mit zweimal Schere machen. Und einmal Papier. Nee, das geht schon wieder nicht auf, Mann. Ich glaube schon, hier stehen Stein. Hier wahrscheinlich Schere, Papier, Schere, hier Schere, und hier. Ah, nee, geht auch nicht. Wenn man dann hier. Ja, Ich wenn esse man. solche Rätsel zum Frühstück. Das war zu einfach. Ja. Das ist echt Ich schwierig. finde sowas nicht gut. Ich glaube. Also, warte mal. Also, Papier, Schere. Glaube ich. Dann müsste hier auch Schere sein. Und da Schere, Schere, Schere nicht geht, müsste hier auch Stein oder Dingens sein. Also, manchmal hier Stein, Stein. Papier. Und dann müsste hier noch Schere, aber das geht Aber nicht. das geht, ja, dann ist das schon. Dann
Das ist echt. Dann, ich glaube, das war bei mir jetzt auch bloß Glück. Ich hasse es. Okay, dann das Schere und. Ja, dann habe ich zweimal zu viel Schere. Kann ich dir sagen, wie ich angefangen habe? Also ich habe halt unten hier Stein, Stein, Stein. Das habe ich nicht gemacht. Wo hast du es? Ich habe Stein, Stein, Stein links daneben. Ja, wahrscheinlich geht auch rechts daneben. So habe ich auch angefangen. Und damit bin ich aber auch irgendwann zum Ende gekommen. Ich weiß nur leider nicht mehr wie. Also so habe ich angefangen. Und ich glaube, ich habe auch einen... Nee, warte mal, einen Stein hatte ich, glaube ich, auch ganz... also unten ganz rechts. Genau, den... Ja, so. Genau, ja, genau. Richtig. Genau so war das bei mir. Juhu! Okay. Ich mag solche Rätsel nicht. Ja, es ist echt. Aber es war mal wirklich eins, was auch ein bisschen gefordert hat. Finde ich gut. Okay, geschafft! Und das ohne Brunnen! Das ist kein richtiges Steinpapier. Oder Spock. Oder was es da nicht alles gibt. Oder Panzer. Panzer? Ich kenne nur Pistole. Ja, oder Pistole, genau. Okay. Du hast alle Spiele unentschieden enden lassen und einen Steinschere-Papierturm errichtet. Ein Steinschere-Papierturm. Wird der aus Steinen, Scheren und Papier gebaut? Mhm. Es gibt mehr als einen Weg, die Symbole anzuordnen, aber die Kombinationen bleiben die gleichen. Okay. Okay, dann haben wir das schon mal. Wow, unglaublich. Das hast du toll gemacht. Gut, Pfötchen kannst du nicht geben, aber immerhin kannst du überhaupt was. Natürlich kann ich Pfötchen geben. Dann mal los, Shell. Zeig uns, was du drauf hast. Nein! Okay, also und zwei Hinweismünzen brauchen wir hier noch. Da nicht? Also. Die müssen ja irgendwo angezeigt werden. Das Häuschen! Nee. Wo? Welches? Ach, das, ja. Aber eine ist immer noch dann. Ja, aber es ist auf jeden Fall einem Lebkuchenhäuschen. Das nicht? Bei den Cupcakes? Hä? Bei dem Lebkuchenhäuschen? Da, ja. Da. Okay, vielleicht hast du ja aber jetzt die andere schon. Und wir haben unterschiedlich viele, oder hast du auch zwei? Glaube ich nicht. Die Glocke auf dem Tisch bei Jerry. Oh, supi, wir haben es gefunden. Ja. Dann müssen wir jetzt nur noch dann zum Fahrrad. Wir jetzt mit dem Fahrrad, ja. Blup. Weil dann fehlt uns ja noch irgendwo ein Rätsel. Ein Rätsel, ja. Elizabeth Tower. Mhm. Schupp. Blup. Wie sie da radelt. Ja, okay. Also auch hier. Mhm. Aber wie viele Dingens da fehlen uns denn? Eins nur noch. Ein Rätsel und alle Hinweismünzen haben wir, okay. Ja, alle haben wir. Also wollen wir mal mit den Personen sprechen, um ob es einer der Personen ist. Oh! Okay, das ist der Typ. Oh, eins ist sicher. Ich stecke hier in einer echten Zwickmühle. Ich muss mich sofort an diesen Artikel über Big Ben setzen. Aber es gibt da noch etwas anderes, was ich nicht länger aufschieben kann. Es geht um dieses Rätsel hier. Das ergibt für mich keinen Sinn. Einfach keinen Sinn. Ja, schwer wird es auch keinen Sinn ergeben. Ja. Könnten Sie sich das bitte mal für mich ansehen? Ohohoho. Okay, nächstes Rätsel. Nummer 11. Die magischen Zahlen. Jetzt auch bei ihr. Ja. Oh Gott. Oh ja! Nein! Das erinnert mich an irgendwas aus Layton 3. Ja, ich will nicht. Yay! Ich will nicht. Okay. Auf diesem Steingitter mit 2x2 Feldern gibt es Platz für Zahlen. Lege die Platten so, dass zwei Zahlen horizontal oder vertikal addiert oder multipliziert die Zahlen ergeben, die zwischen den zwei Platten angezeigt werden. Schiebe die Platten, um sie zu bewegen und auf dem Gitter. Ich will nicht. Okay, das ist wieder so ein schönes Mathe-Rätsel. Gut, also ich würde sagen, die 28 kommt hier schon mal nicht hin. Oder vielleicht, nee, eigentlich auf die Seite schon mal gar nicht. Aber es sind ja nur vier Zahlen, ne? Mhm. Oh Gott.
ganz knapp. Ganz knapp. Glaube ich. Ach so, nee, ja. Außerdem muss er das auch noch. Warte mal. Quatsch. Es ist ein 52 geteilt durch. Was suchst du? Ich suche 52 geteilt durch 14. 52 geteilt durch 14 ergibt, glaube ich. Nein, gibt keine vernünftige Zahl. Das ist eine Kommazahl mit, Scheiße. Glaube ich, 0,75 oder so. Scheiße. 3,75 vielleicht? Aber nee, du hast nee, auch nicht. Raus. Quatsch. Ja, ich hab dasselbe probiert, aber es ist nicht richtig. Gibt das Sinn? Nein, das macht sowieso keinen. Ich hab's. Ich nicht. Hab's auch. Ich hab das Gefühl, dass vielleicht... Es ist mehr mit addieren, als ich dachte. Ja. Ja, die 12 und die 23... Nee, 22 und 13, ja. Mhm. Und dann halt die 4. Genau. Ja, irgendwie die 14, dass die da irgendwo zur 56 ja, gehört, das dachte ich mir. Und die 4 dann auch, aber anders. Ja. Ja. Nice. Ja, das ist wahre Rechenkunst. Einzige mögliche Kombination. Dafür, dass das jetzt so ein Mathe-Rätsel war, ja. Ging. Ho, 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 ho. Na, das nenne ich meine reife Leistung. Sehr beeindruckend. Miss, wirklich sehr beeindruckend. Beeindruckend, mit Oi. Ja, ja. Na, da fällt einem alten, fällt dem alten Sammy aber ein Stein vom Herzen. Das gebe ich gerne zu. Sehr nett von Ihnen. Ja. So, wir haben alles. Wir haben alles. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Ich weiß es schon. Ich guck mal. Ja, knapp 2 Stunden. Die 2 Stunden kriegen wir noch voll. Voll, so ist das. Na, wenn schon, denn schon. Sonst kann ich das nicht so gut in Parts schneiden. Ja, aber ich meine, das ist doch jetzt ein guter Punkt, um aufzuhören. Weil wenn wir jetzt uns wieder in einen neuen Fall stürzen... Gibt's hier noch irgendwas im Koffer, womit wir 3 Minuten rumkriegen? Was war das? Das waren ja nur diese ganzen... Was ist denn das nächste? Oh wir Gott! Können, voilà. Wir können die Kuriositätenkiste uns angucken. Ja, gucken wir uns die Kuriositäten. Und für jedes benötigen wir jetzt 1 Minute. Chromatischer Chronograph. Eine... eher ungewöhnliche Armbanduhr, an die man sich erst gewöhnen muss. So. Puyo Puyo. Das passt aber nicht ins Let's Play dann rein, was ich hochlade. Eigenartiges Einmachglas. Der Deckel dreht sich und dreht sich, aber er geht nie ab. Welche Marmelade da wohl drin ist? Der Deckel dreht sich? Das ist eine Kindersicherung, da muss man draufdrücken beim Drehen. Mehrfarbige Makaron. Makrone. Makaron. Oder hier steht Makrone. Ja, aber das ist Makaron. Ja, aber Makaron ist, glaube ich, ist einfach Makaron. Nur... Ein... Ja, Makaron ist aber, glaube ich, ein nicht deutsches Wort dafür, sondern Makrone ist das deutsche Wort und Makaron ist, glaube ich, bloß das englische, oder? Makaron. Aber ich finde Makrone voll das komische Wort. Hm. Mehrfarbige Makrone. Eine Makrone in allen Farben des Regenbogens. Wird bestimmt lecker. Mhm. So, das wäre ja jetzt ein guter Zeitpunkt, um, hey, die oder, Notizen. Oder, ja, die Notizen kommen dann weit nur durchtippen. Es geht schon hoch her in der Detektei, bla bla bla, fehlender Uhrzeiger. Mord, oder? Achso, und die anderen, ach, das sind die Fälle dann, ja. Ja. Uhrzeit des Diebstahls, bla bla bla, Metalldiebstähle. Der Jenny. Keine Spur von irgendwas. Restaurant, Konditorei, der Handy. Pfütze auf dem Gehsteig, durch Nester-Waffelzeiger. Ja, wäre ja schön, wenn wir dann auch mal in die Boutique durften. Mord oder habe ich noch nicht? Hä? Mord oder? Ach hier. Cheryl, der obdachlose Hund, der unter Amnesie leidet. Das klingt erstmal ganz schön böse. Dieser obdachlose Hund.
wird eine Weile in der Detektei wohnen. Wie es aussieht, haben wir bald alle Hände voll mit einem neuen Fall zu tun. Inspektor Hastings hat angerufen, also geht es jetzt zu Scotland Yard. Auf einen Besuch des Uferfestes heute Abend muss ich wohl verzichten. Glaube ich nicht. Nee, wir werden da noch hingehen. Aha. Ja gut, aber Macaron ist, glaube ich, nicht man zwangsläufig japanisch. Macaron. Ich finde Makrone geläufiger. Also mir ist es geläufiger. Nee, aber wenn sie Macaron aus... Cure Macaron ausgesprochen, dann wird es eher englisch sein. Als japanisch. Wir sind bei 2 Minuten und ein paar Sekunden angekommen. Na, dann wollen wir wenigstens noch speichern. Ja, 2 Minuten und 1 Stunde 58. So, gespeichert. Ich bin begeistert. Zugeklappt und eingepackt. Yo! Und bis zum nächsten Mal. Und du klappst ja gar nicht. Wie hast du das gemacht? Was hast du getan? Zeig mal. Ja. Oh, wow. Den Sound hat man aber voll gut gehört dadurch. Ja. Mach das nicht so oft. Ich glaube, dann geht der Deckel. Gut, nein, Quatsch. Gott. Quatsch. Alles gut. Genau. So, und wir machen uns jetzt Schnitzel. Bye. Tschüss. Bye.